Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins Teil 6. Seht, was aus wir laufen wird, hier gerade durch Siva. Dem Priester des Pharao nicht und, gehorchen. Also und legen den jetzt hier um, weil ich das blöd finde, wenn hier irgendwelche Leute, einfach öffentlich hier geschlachtet werden. Du solltest eigentlich brennen, wenn man dich in die Fackel schlägt. Das ist bestimmt unangenehm, wenn da unten Feuer ist. Aber naja, wir lassen dich mal so liegen. Dich interessiert das ja eh nicht mehr. Genau, wir nehmen auch lieber die Waffen. Wir mussten noch hier oben, wo wir das letzte Mal erfahren haben, wie Bayekston zu Tode kam. Chemu, waren wir eigentlich noch dabei, hier oben alles zu plündern. Und das möchte ich jetzt noch aufholen, weil zwei Schatzkisten stehen da eigentlich noch. Und die möchte ich mir nicht entgehen lassen und das sollte uns auch einiges einbringen. Und Money, zumindest würde ich in so einem großen Gebiet wie diese Einrichtung hier vermuten, dass das Geld, was es da drin gibt oder die Schätze ein bisschen cooler sind als die normalen Sachen. So. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, naja. Genau, so, Tempel des Amun. Da hatten wir doch oben letztens stehen, Schätze und von Dings gefunden. Oder sind die Schätze nur verfügbar, wenn, der reitet. Oder sind Schätze nur verfügbar, wenn, so eine Mission ist? Das wäre dann ziemlich blöd. Ein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Du bist so wahnsinnig jung, du sollst das noch plündern, ja. Was, ist da jemand? War hier ein Priester oder was? Wie dumm die sind. Oder da ist halt irgendjemand anders, der zufällig auch noch gerade hier einbricht, aber... So, wir gehen da mal rüber. Ich weiß nichts. Was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Hey, was? Da bist du ja! Ich schlitz dich auf! Ist das so? Lass mich frei! Meine Familie braucht mich! Oh. Nein, Junge, lass den ab! Na gut, dann halt hier. Aua, du kleiner, dreckiger Bastard. Was wolltest du denn da gerade machen? Also ich finde die Anordnung im Übrigen von Blut sehr unrealistisch und ich finde manchmal auch ziemlich unrealistisch, wie schnell er gerade zum Beispiel seine Waffe gezogen hat. Das war's. Stirb. Hey, was? Das war's, sagt er zu mir. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder so ein Fuchteltyp. Kletter doch da hoch, Junge! Oh, der war schon beim letzten Mal so asozial. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nicht! Bastard! Da! Zu langsam! Komm da raus jetzt! Ich soll da rauskommen, na gut. Adieu! Zwei. Nee, doch nicht. Woher wissen die jetzt, wo ich bin? Kein schwerer Schuss. Bayek? Bist du das? Hol mich heraus! Ja, hab ich gemacht, mein Freund. So, und jetzt verschwinde. Aber nicht durch den Haupteingang. Sie haben vier andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. So, dann befreien wir die Priester mal. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Mann des Glaubens, also auch im echten Leben nicht, aber so ein paar Priester, die kann man schon mal befreien. Wir schlagen hier doch keinen nieder, wir töten gleich richtig. Oh!
Na, heb den mal auf. Wir töten hier gleich richtig, weil nur ein toter Feind ist ein guter Feind. Das habe ich mal gelernt. Ach, sind diese vier Flammen jetzt die Priester oder was? Ja, sind sie. Lieber nicht. Geht er da rein? Naja gut, wir bleiben lieber ein bisschen im Gebüsch. Klettern wir mal da hoch. Die Flammen, das sieht so aus, als wären das die Priester. Jetzt schnell da hoch, Bayek. Schnell! Ist hier oben überhaupt jemand? Nicht, dass ich hier hochgehe und dann bin ich hier am Arsch, ne? Lülülü. Ah, Schatz plündern, da ist es. Eins von drei. Oh. Pelz. Oh, man kann hier jeden Sack plündern. Das ist ja toll. Können wir hier noch mehr plündern? Nein. Plündern! Ach ja, das hatte ich jetzt letztes Mal probiert. Türen einschlagen geht nicht. Ach ne, die Flammen sind keine Priester, wie es aussieht. Was dann? Nimm den Jungen. Beschützt den Kyrios! Dass das alles so Nachtjacken sind, die hier rumlaufen. Oh, oh, mach doch keinen Krach, Junge! Findet denn da jemand? Nö. Was denn diese Flammentypen dann für welche, wenn das keine Priester waren? Also, falls das doch Priester waren, habe ich gerade einen getötet, aber glaube ich jetzt nicht. Schon gute Assassinen, die hier Priester befreien, zumindest ein bisher. Hier stimmt das nicht. Hast du was gehört? Oh. Tut mir leid, ich würde den ja liegen lassen, aber der macht da so viel Krach, ne? Der macht da ja... Es fällt den anderen Wachen natürlich nicht auf, dass da hier einfach so die Waffen irgendwo rumliegen, ne? Zu wem sagt er das? Zu mir? Empfohlene Stufe 2. Findet und rettet Terimun und die anderen. Ja, ist ja gut. Wir machen das schon. Ach, das sind Klos hier. Hm. Musst du mal, Bayek? Die Frage ist nur, wo sind die anderen Priester? Oh, bist du wahnsinnig, einfach so hochzuklettern. Ach du großer Gott, das ist wieder so ein Kollenidiot. Die machen böse Aua. Mich letztes Mal in einer Episode haben die mich hart verprügelt. Oh ja, Respekt, dass du ins Feuer springst. Was ist das da unten für eine? Einsperren.
Wir sind im Vorteil. Die Götter werden dir nicht vergeben. Was? Finde deine Mauer! Dafür lasse ich dich leiden. Alter. Haben mich jetzt eigentlich nur die beiden gefunden oder auch alle anderen gleichzeitig? Die scheinen ganz ruhig zu sein und der da auch. Das ist der Tempel des Amun, ein heiliger Ort. Hi. Ich hab in deiner Hose da rumgemacht. Das war so unabsichtlich, aber Bayek hatte da so ein komisches Verlangen. Stirb, du Sau! Gut, dass diese ganzen Nachtjacken zu mir ins Gebüsch kommen. Oh, es wird ganz schön dunkel, sehe ich oben in der Facecam, aber ich hoffe, das reicht nicht. Kein Problem. Ich weiß nicht, was die anderen da meinen. Meldung. Bleib schön im Gebüsch liegen, Junge. Idioten im Schild, ne? Lauf doch! Nicht in der Hocke bleiben! Du dämliches dummes Arschloch! Wieso geht er nicht hoch, wenn ich Kreis drücke? Das ist sowieso so was Beschissenes hier, dass, wenn ich renne, sieht man gar nicht, dass man rennt. Das ist so behindert gemacht. Ne? Hier, wenn ich jetzt an der Seite mal... Okay. Das ist so bescheuert. Echt. So, habe ich jetzt diesen einen Typen noch befreit oder nicht? Ist mein Quest jetzt fehlgeschlagen oder nicht? Kletter doch da hoch und lass dich nicht so betteln, du Dummkopf. Holt mich hier raus. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob der eine Priester da noch ist, wo er war. Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen.
Scheiße, hier ablegen. Holt mich hier raus! Bitte sei schon der Zweite. Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Jo, alles klar. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Ich muss jetzt echt nochmal gucken, ob das der Erste oder der Zweite war. Na komm schon. Das tat weh. Das tat alles definitiv weh. Oh, du bist da ja noch. Naja, also, hier, ich leg dir den da hin. Also, spätestens wenn er anfängt zu stinken, dann solltest du gehen, okay? Weil dann sind auch alle anderen tot. Vielleicht die Keulenleute nicht. Gut, ist hier noch jemand? Ah. Dann müssen wir aber mal da oben gucken, ob da oben der eine Typ, den wir befreit haben, ob der da immer noch ist oder ob der frei ist, weil es wäre doof, wenn bei einem Tod mein Fortschritt resettet wird. Wobei, es wäre doof, es könnte halt sein, ne? Die Wache da schläft auf jeden Fall. Sieht aber aus, als wäre der Priester weg. Vielleicht nochmal lang rein. Oh, das ist der Keulenmann. Können wir den betäuben? Ja, geil. Niederschlagen, in die Fresse getreten. Oh, und da ist auch noch der zweite Schatz. Wundervoll. Wirklich, wirklich sehr schön. Dann legen wir den hier mal ab. Schön in die Blumen. Krach gemacht. Genau, du hast gar nichts mitgekriegt da draußen. Na, plünder's doch! Und guck dir die Truhe nicht an, du Windbeutel! Hey, was? Hm? Wie, was? Oh. Hallo, Überraschung! Ja, so ist gut, ja, den Trottel ins Gebäck. Hey! Was denn, hey? Voll hinten auf die Fresse. Und, oh nein. Warum hebst du den nicht auch da rein? Ja, ich weiß, dass der da ist. Das war abgeschafft, der uns sieht. Also ein paar, Finishing Moves sind ein bisschen unsauber gemacht, muss ich gestehen. Aber hey, ansonsten ist die Sache ziemlich nett bisher. Hey, was? Ja, das ist einer eurer Wachen. Wo kommen die außerdem überall her? Ich dachte, die sind hier alle eingekreist. Schlachte den mal ab, der hat's verdient, tot zu sein. Der hat Priester entführt. Auch wenn ich überhaupt nicht gläubig bin, aber die armen Priester.
So, heben wir den noch auf. Ach ja, und wir machen natürlich hier in der Episode den Quest hier zu Ende. Wäre ja langweilig, wenn nicht. So. Das einzige Problem, es wird Tag und am Tag wird man bestimmt viel leichter entdeckt. Aber man hört die Priester ja schon jammern. Da muss irgendwo der nächste sein. Oh, Junge! Alter! Was allerdings schön ist, ist, dass die hier tot zu scheinen. Also die bleiben tot, wenn ich die hier gekillt habe, weil die Leute, die hier patrouilliert sind, habe ich ja flachgelegt. Bayek, bist du es wirklich? Nee, ich bin der Heilige Geist. Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. Ach, das sind schon zwei, oder was? Da bin ich versteckt fertig. Euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Ach nee, drei von vier Priestern. Ah ja, guck mal an. Man sieht doch nicht alle. Wohnt hier jemand? Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Vorbei. Wieso klettert der da hoch? Bisher nicht. Komm ins Gebüsch, Junge. Okay, es sind doch nicht alle tot, die ich vorher auch getötet habe. Das ist ein bisschen schade. Aber ist ja... Naja. Weil ich finde, wenn der Fortschritt von den Priestergeschichten bleibt, dann muss auch der Fortschritt bleiben, wenn ich hier alles schon zerlegt habe. Ja, komm mal hierher. Hier hinten, Putt-Putt. Ja, komm. Braver Soldat, dummer Soldat, besonders dummer Soldat. Ja, und weiter ins Gras. Was? So, wo sind die anderen zwei Priester? Was machst du denn an dem Baum, du Trottel? Kletter doch da hoch! Nach oben sollst du und nicht zur Seite! Meine Fresse! Das ist ja echt einer! Na, geh doch höher, meine Güte! Guck dir nicht an, wo du da hängst! Klingt, als wäre der Letzte hier irgendwo. Oh oh. Bayek, was hast du hier verloren? Wie kann er dich denn sehen, wenn der da unten ist? Ich schlitze ich auf! Bayek, was hast du hier verloren? Lauf, Junge, ich hab dich befreit! They can try. Meerons Gnade. Das waren alle. Hat er mich denn da oben gefunden? Der da unten kann er durch Wände sehen? So wie der Priester? Bayek! Ich rede noch lauter, damit ich die ganze Welt finde! Ah. Ja, damit sind wir auf jeden Fall am Ende unserer Episode hier angekommen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, wie wir hier heroisch diese Priester befreit haben. Ein Schatz fehlt jetzt noch. Damit fangen wir direkt Anfang der nächsten Episode an.
den zu suchen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für das Video. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mich abonniert, wir gehen aufs 500 Abonnenten-Special zu. Da lasse ich mir noch was richtig Geiles für einfallen. Und ansonsten, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut.